Zum Friseur gehen, weil ich habe die Haare schön. Herzlich willkommen, ich bin's Alex in Tokio. Ja, was machen wir heute? Und zwar, heute möchte ich allerdings zum Friseur gehen, weil ich habe die Haare schön und das Kraut hier oben sieht schon ein bisschen sehr komisch aus. Oh, ich bin jetzt gerade hier in Nakano Sakaue angekommen. Das ist quasi der Nachbarort von meinem Ort. Und ja, normalerweise gehe ich immer hier hinten ins QB House. Das ist nämlich hier der Friseur. Das ist wie so der Türkenfriseur in Krefeld, könnte man sagen. Oder ich glaube, es ist nicht nur in Krefeld, es ist überall in ganz Deutschland. Ja, der Haarschnitt ist relativ günstig. Und das Lustige ist halt, dass man hier so ein Ticket kauft an einem Automaten. Ich zeige euch das mal. Also, ich zeige euch gleich mal die Beschreibung. Da ist irgendwo ein Licht und es hat so ein Ampelsystem. Ja, und wenn es grün ist, dann kann man halt sofort rein. Und bei Gelb muss man halt so 5 bis 10 Minuten warten. Und wenn es rot ist, dann muss man halt mehr als 15 Minuten warten. So, und es ist gerade rot. Ja, deswegen werde ich wahrscheinlich morgen zum Friseur gehen und nicht heute. Ja, es war halt ein bisschen wieder sehr dumm, weil QB House ist eigentlich relativ voll am Wochenende. Deswegen werde ich jetzt gleich einfach nochmal ganz kurz zeigen. Also, und hier ist so der Guide Go Ryo Annai. Also, man kauft ein Ticket von dem Verkaufsautomaten. Dann muss man sich halt in der Reihe anstellen. Dann bekommt man einen Haarschnitt und der dauert ungefähr, also beziehungsweise dann sagt man, wie man die Haare geschnitten haben möchte. Und ja, dann kriegt man einen Haarschnitt. Und da sieht man hier dieses Ampelsystem und ja, gerade ist die Ampel auf Rot. So, und dann wäre das mal der Schnitt gewesen jetzt hier. Sieht ganz cool aus, denke ich mal. Ja, und für 1200 dann auf jeden Fall recht günstig. So, das war's von dem Haarschnitt vom Verkaufsautomaten. Sehr interessant, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Entschuldigung, dass das so ein bisschen zusammengewürfelt ist. Wie gesagt, das sollte eigentlich in den Vlog rein, aber ja, der Vlog wäre zu lang geworden. Deswegen habe ich es jetzt als einzelnes Video, was ich für sehr interessant halte, zusammengeschnitten. Ich bin letztendlich doch eine Woche später erst zum Friseur gegangen. Ja, aber wie gesagt, also das Ergebnis sieht eigentlich recht gut aus. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Liked das Video auf jeden Fall. Lasst mir einen Kommentar da, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr auch über die neuesten Updates halt informiert werdet. Und ansonsten macht, worauf ihr Bock habt. Und ja, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.